Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Thief the Dark Project Gold. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, den Bediensteten hier unten niedergeschlagen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Wie viele Wasserpfeile habe ich noch? Ach, auch 4, ne? Ah, hat mir auch nicht viel gebracht. Ah ja, hatte ich ja sowieso festgestellt wegen einer Super. Das sieht aber sehr interessant aus da vorne. Aber es hört sich auch sehr laut an. Ach, da ist noch eine. Na, guck ich mal, wie dunkel ich das machen kann, wenn ich hier beide ausmache. Ah, das geht doch eigentlich. Okay. Ah, hier gibt es nichts mehr zu mitnehmen. Moment. Einmal eben speichern. Ah, da ist einer. Okay. Einmal einen Moosfall jeden Fall an. Oder kommt jetzt keiner von der anderen Seite hier hin? Ja, doch, der kommt zurück. Okay. Heißt also, ich muss warten, bis der wieder in die andere Richtung läuft. Vielleicht kann ich ihn ja... Versuchen wir es einfach mal. Oh, ich bin voll aufgeregt. Oh, ich hoffe, das klappt. Vor allem hoffe ich, dass es der Einzige ist, der hier rumrennt. Na, da komme ich nicht mehr ran. Okay, hier muss noch ein Moospfeil hin. Hat mir jetzt richtig viel gebracht, weil ich jetzt trotzdem hier über das... Okay. Was haben wir denn hier? Okay. Also. Bringt mir überhaupt nichts. Sehr gut. Cool. Gibt hier vielleicht irgendeinen Geheimgang, den ich noch nicht kenne? Irgendwas, das ich... Nein? Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber zumindest habe ich hier einen Ort, den ich, wo ich speichern kann. Huch. Wo ist er denn? Die Richtung? Oder die andere? Ja, 3 Moospfeile noch, das ist mir zu unsicher eigentlich. Ah, danke schön. Ah! Holy shit! Ich hab mich geschrocken, du Sack! You're done, Paul. Oh, Facebook, hi! Okay. Nein, das kann ich so nicht lassen. Eigentlich ist das ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht ist das. Nein, das kann ich so nicht lassen. Das Problem an der Sache ist einfach, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Part schon mal erwähnt hatte, aber ich weiß, dass wenn, wenn ich erwischt werde, oben in dem Gang, wo der Talisman drin ist, mehr Wachen stehen als normalerweise. Und das ist ungünstig, möchte ich sagen. Deshalb packe ich hier jetzt doch noch einen Moospfeil hin. Und werde dann mal versuchen... Okay.
Is that you, Kevil? Don't know what it was and it's gone now. Okay. Jetzt habe ich ein Problem, wenn er nämlich hier komplett lang kommt. Der ist schwer nicht so gut. Wie mache ich denn das jetzt? Die sieht mich doch, scheiße. Blitzbomben? Jupp. Ich hoffe, der kommt nicht so weit. Oh, oh, da kommen mehrere. Ich stehe ja auch einfach mitten auf dem Flur, so gut, total offensichtlich. Ah! Who, is someone over there? Help, help! There's someone in here! Oh, halt, stehen geblieben. So. Ich glaube nicht, dass das als entdeckt gilt, wenn die hier einmal kurz nach Hilfe geschrien hat. Also zumindest hoffe ich, dass das nicht so gilt. Ist natürlich trotzdem blöd, dass sie mich entdeckt hat. Aber... Ups. Wo läuft denn der längs? Läuft wieder zurück, okay. Was haben wir hier? Aha. Gut, dass hier Teppich ist. Sehr gut, sehr gut. Hier ist natürlich wieder, aber ist ja eigentlich egal, weil hier ist ja keiner. Aha. Da schau mal einer, guck. Aha. Interessant. Was man hier nicht alles findet. Etwas sehr laut, leider. Ich weiß, dass es in diesem Opernhaus 3 Stockwerke gibt. Offensichtlich lege ich jetzt gerade in einem Schuss die ganzen 3 Stockwerke zurück. Okay. Just the wind, I guess. Hey, what was that? Holy shit, jetzt wird die Musik interessant. Kann ich es hier irgendwie? Ich kann es hier leider nicht dunkler machen. Scheiße. Pack mal das Ding weg hier. Okay, hier ist sogar dunkel. Oh. Heißt, mit etwas Glück sehen die mich hier nicht. So, mein letzter Moospfeil. Den ich jetzt hier leider so ein bisschen verschwenden muss. Ob das so gut war, jetzt hier zu speichern, ist noch eine andere Frage. Nein. All right, I hear you. Come out in the open at once. Nope. Ah, jetzt geht er schon weiter. Toll. I don't see anything now. Nein, jetzt habe ich den... Na gut, egal. Was soll's. Hab zwar nur einen Lebenspunkt dafür. Aber ich glaube, jetzt bin ich tatsächlich schon im oberen Stockwerk. Moment. Einmal ganz kurz nach der Zeitlinsen. So. Weiter geht's. Ich habe gerade eine kurze Pause gemacht. Beziehungsweise musste kurz unterbrechen, weil mein Mitbewohner, der gerade in Indien rumschwänzelt, jetzt gerade online kommen konnte.
und wir ein bisschen schreiben konnten. Deshalb habe ich das Ganze kurz unterbrochen. Okay, mein letzter Moos-Pfeil. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Wird sich jetzt zeigen. Ich höre hier jemanden, das ist klar, aber wen und von wo? Das ist die Frage. Ich weiß auch gar nicht, in welchem... Wartet mal, Karte. Ah, ich bin tatsächlich schon oben im letzten Stockwerk. Theoretisch könnte ich schon zu Lady Valerius, aber eigentlich will ich das ja noch gar nicht. Ach, da hängt er, da in der Ecke. Da steht er rum. Ja, wie gesagt, eigentlich will ich das noch gar nicht. Auch weil ich hier noch kaum was gesehen habe. Das ist voll lustig. Eigentlich will ich überhaupt nicht schon so weit kommen und komme aber immer dummerweise direkt so weit, wie ich eigentlich... Also ich finde das Ende dieses Spiels immer so wahnsinnig schnell. Speichern. Wo bin ich denn beim letzten Mal hergelaufen? Das ist halt auch das Problem, wenn dann das Spiel erst einmal wirklich durchgespielt hat. Und dann sich nicht mehr vor allem an die letzten paar Sequenzen hier erinnert. Okay, offensichtlich bringt es nichts, wenn ich mich leise versuche fortzubewegen. Vielleicht schaffe ich es ja, hier drüber zu hüpfen. Wartet, wie hat Gorgas das immer gemacht? Es funktioniert nicht. Er kann das offensichtlich besser, als ich es kann. Und theoretisch könnte ich jetzt da hoch. Da laufen zwei. Das war so klar. Das war einfach sowas von klar. Ach, wartet mal, ich könnte doch theoretisch auf den Schwör. Brauche ich gar nicht. Okay. Speichern. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Um ehrlich mit euch zu sein, ich werde wahrscheinlich demnächst sehr, sehr viel Dark Project zocken. Einfach auch, weil ich dieses Spiel ganz gerne fertig bekommen möchte, beziehungsweise weil ich hier einfach gerne voranschreiten möchte. Oh, zwei Bücher. Ach du Scheiße. Reginald and Conundra Forest Princess. Okay, das ist ja alles auf Englisch, das ist so eine Art Bühnenstück. Und ich kann euch das schlecht vorlesen, weil das ist halt, wie gesagt, ein Opernstück. Und das auf Englisch, das ist dezent Shakespeare angehaucht, glaube ich. People really pay money to see this stuff. Okay, das sollte auch jeder verstanden haben, der ein bisschen Englisch spricht. Dementsprechend, Garrett ist ein bisschen verwundert, dass Leute für so etwas tatsächlich Geld ausgeben. Das andere Buch kann ich anscheinend nicht lesen. Also wie gesagt, ich möchte hier ganz gerne relativ flott voranschreiten, deswegen wird es jetzt wahrscheinlich öfter dazu kommen, dass ich Dark Project aufnehme und oder andere Dinge. Ich will auch versuchen, das Spiel hier dann jetzt auch so weit zu spielen, dass ich es irgendwann abschließen kann, weil gerade das Ende von diesem Teil finde ich wahnsinnig interessant und da passiert auch noch einiges. Also man darf gespannt sein. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen aufpassen hier. Ich habe nämlich keinen Bock, dass hier irgendwer rumsteht und mich jetzt überrascht. Dadurch, dass er hier rumsteht. Ne? Das ist zu, das habe ich mir schon fast gedacht. Oh, ausnahmsweise mal nicht in meine Richtung.
Okay. Problem ist, dass ich hier nicht weit kommen werde ohne Moospfeile. Hätte ich das gewusst, hätte ich bei dem Einkaufsbildschirm noch ein paar mehr mitgenommen. Ich kann mich doch irgendwie nach vorne lehnen, ne? Das ist es nicht. Ups, das ist es auch nicht. Y? Okay, mit Y lehne ich mich nach vorne. Merkt euch das mal und erinnert mich immer dran. Ich habe das schon so oft versucht herauszufinden. Das Blöde ist auch, dass hier überall diese Lampen sind. Und ich die nicht ausstellen kann. Das ist doch zum Verrücktwerden. Okay. Hier ist eine Tür. Natürlich eine nicht offene Tür. Ah, okay. Hier wird es anscheinend wieder interessanter. Aha. Was sehe ich denn da? Ich habe halt keinen blassen Schimmer, wo ich hier bin und wo es hier was... wartet, ich habe doch immer noch eine Karte. Zweiter Flur, zweites Obergeschoss. Cribs. Was sagt mir denn Cribs? Cribs ist, glaube ich, der musikalische Direktor von dieser ganzen, von diesem ganzen Etablissement. Der einzige Vorteil, den ich hier bei diesen der einzige Vorteil, den ich hier bei diesen bei diesem Opernhaus sehe, ist die Tatsache, dass es hier vermutlich keine Fallen geben wird. Ach, ich habe doch einen verdammten Schlüssel. Kann ich den nicht einfach mal benutzen? Key, der funktioniert schon mal nicht. Okay, wartet. Der da. Auch nicht. Gut. Ja, okay, dann mache ich das halt mit meinen Strichen. Wofür habe ich sie denn, wenn ich sie nicht benutze, ne? Moin, J. Uff. Hallo? Mach auf die Tür. Oh. I spy. Who dares fell wood from my domain? But wait, who is this I spy? Who dares fell? No, no! With gusto, and emphasize the word dares, like this. Who dares fell wood from my domain? I've got a better idea. Why don't you sing the part of Conandra Forest Princess tomorrow night? And while you're at it, why don't you find yourself another leading lady? Mr. Cribs, Ian dearest, there are great times for thinkers such as yourself. I am certain that the secrets of the artifact will soon be mine with its power and the power unleashed by your music. I am more and more convinced that our day is near. Please accept this flute as a token of my continued appreciation for our special friendship and for your tireless dedication to the opera. Yours always, Lady Valerius. Klingt ja schon fast nach einem Liebesbrief. Untalented taffer troglodyte. Mi fa sol la ti sto, ti la so fa mi re do. Mi 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 mi. Okay, sie kommt näher. Hilfe! Verschwindet. Alle beide. Oh, wo ist der andere Kerl? These old buildings make too much noise. Ja, das ist ganz meine Meinung. Nein, die hält sie die ganze Zeit hin und her, oder was? Who's there? That noise. I'm starting to see things. I better get some rest. Twelve drinking tappers took their tea at 2:10. What's up? What was that? Okay.
Sorry, ich bin immer wahnsinnig leise, wenn sowas passiert. Ja, komm her, mein Freund. These old buildings make too much noise. Do re mi fa sol la ti do. Okay, zu dem komme ich definitiv nicht hin, ohne dass er mich... Oder... Das ist aber keine Wache. Das heißt, ich kann ihn auf jeden Fall auch so ausschalten. Ich werde vorsichtshalber schon mal... Halleluja! Oha! Kann ich die mitnehmen? Oi, oi, oi. Okay, also ich bin kein sehr guter Hafenspieler. Also ich bedarf definitiv noch ein bisschen Übung. Aber... Sehr gut. Ah, ich hätte die gar nicht ausschalten müssen. Ich müsste ja einfach nur hier ran. Aber, Momentchen. Schlüssel. Gibt's einen Schlüssel? Hast du den bei dir, mein Freund? Oder muss ich das Ding einfach nur aufschließen? Ich glaube, ich muss das Ding einfach nur aufschließen. Ups. Nein. Offensichtlich kann ich es nicht einfach aufschließen. Schlüssel. Okay, irgendwo muss ich offensichtlich einen Schlüssel herbekommen, aber woher ist jetzt die Frage? Kann ich dich einfach mal... Tja. Man weiß es nicht so genau. Also offensichtlich komme ich da jetzt im Moment nicht ran. Schade. Nein. Gut, dann probiere ich es mal bei den Herren hier unten. Einmal kurz einen dicken Dunkler machen. Ja. Komm, mache ich die auch noch aus. Okay. Hier oben scheint einer herzulaufen. Und da unten rennt einer rum. Ist jetzt die Frage, bleibt der da oben? Wahrscheinlich nicht. Okay, der rennt hier wahrscheinlich die ganze Zeit im Kreis. Wo ist der hier oben? Gut, der rennt hier oben im Kreis, auch nicht schlecht. Da kommt mir doch eine Idee. Ich habe doch so wundervolle Gasminen. Ich versuch's mal. Huch, knapp daneben. Macht nichts. Trifft's den da unten. Just you wait till I find you. Ja, lauf nur weiter, mein Freund. Lauf nur weiter. Gute Nacht. Oh nein, ich hatte nur eine. Was denn? I'll find you. Just you wait. Ach, da unten ist ja noch eine. Ach, scheiße. As soon as I find you, you're dead. Mann, wo habe ich denn die Mini jetzt hingeschmissen? Also wird die den wahrscheinlich nicht treffen. Ja doch, hat getroffen. Sehr schön. Und mit dir hier unten, mein Freund, verfahre ich im Endeffekt genauso. Es war leider eine ziemliche Verschwendung der schönen Gasminen, aber... Das war so klar, dass der jetzt da nicht hinrennt. Das war einfach sowas von klar. Ja, komm, lauf, lauf, lauf. Ich hoffe, die trifft. Oh, doch, locker, die trifft, die trifft. Puff! Und gute Nacht. Jetzt habe ich natürlich alle drei Gasminen verschwendet. Und habe wahrscheinlich auch keine Gaspfeile mehr, richtig? Ach, die sind ja sowieso nicht hier. Wartet, ich kann mal kurz hier das komische Fleischdings essen. Dankeschön.
Wo hätte ich denn theoretisch Gaspfeile? Feuerpfeile? Doch, einen Gaspfeil habe ich noch, okay. Das sollte mir erstmal genügen. Jetzt habe ich hier zumindest schon mal für Ruhe gesorgt. Ach, du hast einen Schlüssel, das ist ja schon mal schön. Gib mal. Ich habe keine Ahnung, wofür dieser Schlüssel sein soll. Aber ich werde euch mal ganz kurz hier in die Ecke verfrachten. Ist mir sicherer. Oh, einmal Gruppenkuscheln. Und da oben ist mir eigentlich ziemlich egal. Hier ist ein Aufzug. Schau mal hier. Plate. Ich glaube, das hier dürfte nicht unbedingt von Wert für mich sein. Immer noch jede Menge Türen. Gut, denen widme ich mich dann gleich, wenn ich mich hier vorne genau umgeguckt habe. Moment. Schon ein bisschen auf die Zeit achten hier. Ja, ich bin nämlich schon wieder bei 26 Minuten. Und das heißt, ich beende diesen Part an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin voll im Opernflair drin, merkt ihr's? Schaut unten in die Videobeschreibung und so. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.